So, mit dem Blick im Beutel wieder würde ich auch euch willkommen heißen, und zwar zu Folge 97. Der Countdown, die letzten drei Folgen sind nah und wir werden jetzt hier langsam mal die Energie hier umpumpen. Das heißt, die kommen weg hier. Der Flüssigkeitslader, der muss irgendwo hier hin. So. Das sieht schon besser aus. Sieht auf jeden Fall schon besser aus als vorher. So, die pumpen sich jetzt auf. Naja, was mache ich denn jetzt hier? Mache ich jetzt hier so ein komisches Gestell hin aus Holz? Kann man ja eigentlich machen. Jetzt habe ich nur noch vier Stück. Das könnte gut gehen. Das könnte gut gehen, aber nur ganz gut. Nämlich esse die goldenen. So, machen wir voll. Mit manuell. Halte, wenn. Hold empty cars. Genau. Machen wir es, wenn es komplett voll ist. So, dann geht hier keine Energie mehr rein. Hier auch nicht mehr. Dann füllen die sich nämlich nur noch da auf. Füllt er denn jetzt gut auf? Ja, der füllt auf. Super. Dann brauche ich jetzt den Quashet Hammer. Beziehungsweise ich müsste den dahinter wegbekommen. Das hier. Die Magma Crucible. Oh nein, warum komme ich den jetzt hier nicht weg? Was ist da noch drin? Da ist gar nichts mehr drin. Gut, dann könnte ich den eigentlich auch abbauen. Da ist wenigstens nur noch Energie drin, die ich aber momentan nicht brauche. So, die kann weg. Weil hier hinter muss ja noch eine. Hier muss ja noch eine Halteschiene hin. Ah ne, das ist eine Boosterschiene. Da ist eine Halteschiene. Halteschiene und hier muss ja noch eine Entpufferungsschiene hin. Oh, andersrum. So. So ist das doch schön. Vielleicht werden wir das hier noch ändern, das Gestell. Muss ich mal schauen. Zumindest füllt sich das jetzt auf hier. Das brauche ich nicht mehr. Ja, das füllt jetzt auf. Dann füll du mal auf. Aber irgendwie, warum stoppst du denn immer hier? So. Du füllst richtig, ne? Oder musst du so? Nein. Du musst so. Okay, jetzt haben wir's. So musst du doch, Mensch. Jetzt habe ich noch Holz. Das werde ich hier auch noch ein bisschen reinsetzen. Da noch ein bisschen. Das werden wir noch alles mit Holz hier auskleiden, diese ganze Fläche, weil hier kommt nämlich nicht nur einer hier noch hin, hier kommen nämlich noch mehrere von diesen Solardingern hier, dass ich ein bisschen mehr Dampf produziere. Kostet ja nichts. Kostet ja nur die Silber und das Silber verbrauche ich sowieso für nichts anderes als diese Panels höchstens. So. Damit wir zumindest die Sonnenenergie ein bisschen ausnutzen können. Und außerdem haben wir ja die Wüste sowieso für uns, da können wir hinter noch eins packen. Damit der S hier entfährt oder vielleicht mit dem zweiten Minecart oder das alles hier in einen Tank reinfüllt. Ich weiß es noch nicht, dass dann vielleicht einen Puffertank noch dazwischen baue. Schau ich mal. Gut. Das haben wir auch schon mal geschafft. Dann können wir hier eine Zeit, wo der auffüllt, mal eben nochmal hier den Weg dahin bestreiten. Komm, klopf schneller. Dann haben wir wenigstens hier einen Weg aus Holz. Wie gesagt, ich muss ja auch noch die Wege ganz viele kreuzen. Der Grund ist, weil ich hier noch Bienen hinsetzen wollte. Aber da wird ja auch noch ein extra Programm gestartet. Das dauert aber noch. Totes Schwein. Ein totes Schwein ist ein gutes Schwein. Da muss ich ja wieder mein Fahrplanprogramm rausholen, wo ich mehrere Zeiten mit ansteuern kann. Und dann kommt das da auch hin.
da vielleicht einen Computer benutze oder zwei, weiß ich noch gar nicht. Das wird sich dann hinauslaufen. So. Da muss ich auch mal schauen, ob ich vielleicht zwei Programme über einen Monitor starten kann, dass ich auf einem Monitor zwei Zeiten habe. Weiß ich noch nicht ganz, wie ich es gerne haben möchte. Da muss ich mir noch, wie gesagt, was überlegen. Aber was ich mir jetzt überlegt habe, das wird auf jeden Fall so bleiben hier. Mit dem Holz. Dann kann ich nämlich später hier irgendwo. Ich glaube, ich werde das hier irgendwo hinsetzen. Hier so kurz davor. Ja, hier kommt eine Kreuzungsschiene rein. Dann holt er nämlich mit der Schiene einerseits das hier oben ab. Was hier ist. Was hier drin ist. Oh, guck mal, jetzt holt er das hier schon mal raus. Das könnte eigentlich in grün machen. Dann kommt das nämlich hier rüber. Wollen wir hoffen, dass es so passt. So, komm mal her, mein Freund. Wo bist du denn gerade? Ich will jetzt nicht überfahren werden von dir. Crash-Timer, kommt mal eben kurz weg. Oh, da bist du ja. So, mein Freund, wie geht's dir denn? Was hast du denn schon mal aufgenommen? Hast du wieder ein paar... Ne. Weizen hast du jetzt nichts gefunden. Schade. Aber... Oh, warte mal, das könnte fast fertig werden. Wenn wir Glück haben. Nimm mal das bitte mit hier. So, jetzt fährt er gleich hier hoch und dann würden wir sagen, hier komm. Machen wir hier die Reihe auch noch. Mal gucken, wo er es dann reinschmeißt. Das würde mich sehr interessieren. Wo schmeißt er auch die Seeds hin? Das würde ich mich auch wundern. Schmeißt er sie bei sich rein? Ja, schmeißt er bei sich hier rein. Gut. Die überschüssigen Seeds kommen dann bei mir ins Inventar rein. Da vorne. Das ist doch super. Das läuft hier, weil das kann ja einfach nur nebenbei rattern. Wie viel hat er schon rausgeholt? Ja gut, zwei, aber wenn es komplett voll ist, ist es natürlich ein bisschen besser. Schauen wir einen Moment. So, jetzt holt er sich Kohle. Jetzt schmeißt er die restlichen Seeds rein. Und jetzt hier packt er nochmal das rein und das. Geile Sache. Ja, genau. Jetzt geht er nochmal dran. Aber warum macht er das mit dem Fertilizer hier nicht? Naja, weiß ich nicht warum. Was stand da? Hallo? Repair this tool with diamonds. Spinnst du? Hallo? Können wir fast ein neues kaufen, oder? Ja, ist noch 99%, ja. Das reicht. Das reicht. Bis noch. Weiß ich nicht. Aber ein paar Tage hält sich das noch. So, hier kommen wieder noch ein paar Fackeln hin. Nein. So, da kannst du hier weg. So, so, so. Zumindest ein bisschen hell hier in dieser Bude ist. Denn die anderen Fackeln kommen ja auch später weg, wenn sowieso die ganzen Wege alles aufgeteilt ist. Perfekt, wie ich es gern haben möchte. Soll ja schön nach meinem Urteil hier alles laufen. Na ihr Kühe, ihr macht's euch Spaß. Aber wir können ja noch weiterleben. Mit euch passiert ja noch nichts. So. Das sind Eisenpipes, alles klar. Woodenpipe, die behalte ich mal gerade vollshalber. Ich weiß noch nicht, ob ich die benutzen brauche. Dann baue ich vielleicht davon ein. Oder wir werden uns gleich noch so ein Sampling-Table bauen. Weil wir haben ja ein bisschen Energie, dass wir zumindest Pulver, also zumindest ein pulsierendes Gatter machen können. Damit die weglaufen hier, die einen Dinger. Dann brauche ich jetzt ein Minecart mit Tank. Da brauche ich Glas. Genau. Das kann weg. Glas. Ne, warte mal, ist das so? Genau. So, war ein Tank. Da, Minecart. Muss ich das jetzt damit kombinieren? Oh, wie war das denn? Jetzt habe ich ein Problem. Wie war denn das Minecart mit Tank?
Waggon, 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 Waggon. Mit da, mit Tankwaggon. Ach, da brauche ich eine Eisentankanzeige. Alles klaro. Na gut. Und dann haben wir wieder was verschwendet. Dann holen wir uns Eisentankanzeige hier und dann holen wir uns das hier noch, die Eisenwände. Dann hole ich noch ein paar Eisen her. Nochmal Zähne. Weil sind ja noch welche. So, drei. Davon brauchen wir nämlich noch welche und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und LP und tschüssen!